Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr das Panzerglas auf eurem Handy wechseln könnt oder ihr wollt erst ein neues Panzerglas auf eurem Handy drauf machen. Das seht ihr jetzt hier in diesem Video, also viel Spaß! Wie man hier in der Kameraperspektive sehen kann, ist mein Display eindeutig ziemlich dolle gerissen. Um das Panzerglas auszutauschen, müssen wir als erstes meine Handyhülle vom Handy lösen. Um das Panzerglas zu entfernen, benutze ich in diesem Fall meinen Fingernagel. Das ging bei mir ziemlich gut. Und hier ist nochmal eindeutig zu sehen, dass das Glas wirklich gerissen ist. So, ich habe das Panzerglas jetzt von meinem Handy entfernt und ich kontrolliere nochmal, ob nur das Panzerglas gerissen ist oder ob auch vielleicht kleine Schäden am Display entstanden sind. Zum Glück habe ich keine Risse oder andere Schäden am Display gefunden. Ich säubere jetzt erst einmal mein Display mit einem Brillenputztuch, um vielleicht noch kleine Kleberreste, die auf dem Display sind, zu entfernen. Das ist die Verpackung von meinem neuen Panzerglas. Mit dabei ist das Panzerglas. So, dann haben wir noch Alkoholtücher, um das Display noch feiner zu reinigen. Als nächstes haben wir dann noch ein Mikrofasertuch und noch kleine Klebepads, wo wir grobe Staubkörner entfernen können. Ich fange erstmal mit dem Mikrofasertuch an, das Display zu reinigen. Wenn ich fertig bin, mit dem Mikrofasertuch mein Handy-Display zu putzen, nehme ich noch anschließend die Alkoholtücher. Jetzt hole ich mir mein Panzerglas und ziehe als erstes die Folie ab. Dann muss ich mit viel Konzentration versuchen, das Ganze auf mein Handy zu bringen, dass das Ganze mittig ist und nicht schief ist. Lasst euch unbedingt Zeit dafür, denn das sollte man nicht einfach mal so zwischendurch machen, denn sonst hat man am Ende richtig hässliche Blasen drin und das will man ja nicht. Ich halte das Panzerglas über das Display und lasse es dann einfach ganz leicht und sanft runterfliegen. Dann tippe ich mit meinen Fingern mitten auf das Panzerglas und das Panzerglas saugt sich schon so gut wie von alleine an das Handy. Wenn ein paar größere Blasen sind, kann man das Ganze mit einer Karte rausstreichen oder wenn kleinere Blasen sind, kann man das Ganze auch mit dem Finger rausstreichen. Bei mir waren am Ende noch ein paar ganz kleine Blasen drin, aber die sind zumindest bei meinem alten Panzerglas nach einer Weile wieder rausgegangen, wenn sie nicht mitten im Display gewesen sind. Und so einfach könnt ihr von eurem Handy das Panzerglas wechseln. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, abonniert doch einfach meinen YouTube-Kanal. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Video. Ciao.